Bordering. Bordering nenne ich meine selbsterneckte Methode, wie ich zunächst die Grenzen meines Körpers erfahre, um sie dann im zweiten Schritt mit Konzentration und voller Hingabe immer wieder ein kleines Stück erweitern zu können. Ein Beispiel ist ein zur linken Seite ausgestreckter Arm, mit dem ich so weit zur Seite reiße, dass meine Fingerspitzen einen imaginären Punkt erreichen. Das ist die erste scheinbare Grenze, die es nun im zweiten Schritt zu erweitern gilt. Im zweiten Schritt kann nun beispielsweise die ganze Schulter der Bewegung folgen, sodass sich der ganze Oberkörper nach links verschiebt, was die Hüfte zum Ausgleich zwingt, indem sie als Gegenbewegung versucht, das Gewicht nach rechts zu verlagern, um nicht hinzufallen. So entsteht eine ganze Kette, die das volle Potenzial des Körpers erst entfaltet. Die geistige Arbeit dabei ist, diese Kette mit Bewusstheit zu verfolgen. Wo gibt es eine Blockade oder auch nur eine Hemmung, die diesen bewussten Entschluss zu boykottieren versucht? Ist bei meinen Entschlüssen wirklich alles inbegriffen? Spreche ich für mein ganzes Wesen und entfalte mein volles Potenzial? Oder gibt es einen Teil, der nicht mitkämpft, sich ungehört und fremdbestimmt fühlt, den ich als behindert bezeichne und abspalte? Wie treffe ich eine Aussage, die jede meiner Körperzellen unterschreiben würde? Wie durchflute ich meinen ganzen Körper mit Bewusstheit, um jeden Anteil in meine Entscheidungsfindung mit einzubeziehen? Ataxie, griechisch, bedeutet Unordnung.